So, dann herzlich willkommen zurück zum Live Trading TV von JFD. So, was ist heute passiert? Dann blicken wir mal auf den 1-Stunden-Chart im DAX. Heute Mittag habe ich noch im Chat geschrieben, solange der Index unter 10.040 bis 60 notiert, sollte man die Kursziele 9.950 und eben 9.910 auf dem Schirm haben. Knapp unter 9.950 hat dann der Index tatsächlich gedreht. Das untere Kursziel ist dann, also das markantere untere Kursziel ist nicht angelaufen worden. Aktuell stehen wir oder erreicht eben der DAX kurz die 10.050er Marke, weil die US-Märkte sehr stark in den Handel gegangen sind. Im Prinzip ist jetzt hier, weil eben das eine Kursziel abgearbeitet worden ist, aber hier eben der Widerstandsbereich noch liegt, kann im Moment keine genauere Aussage getroffen werden. Im Prinzip liegt hier eben auch noch ein Abwärtstrend, also die Abwärtstrendlinie ist noch nicht gebrochen worden, liegt unter der Wolke, also sind hier vom Stundenchart aus, kann man noch kleinere Short-Attacken starten. Aber sobald eben der Index über dem Rainbow und in die Wolke eintritt, wird es wahrscheinlich mit Short relativ gefährlich. Dann blicken wir auf den Nasdaq ganz kurz. Das ist jetzt eben die JFD-Indikation. Hier gab es eben im Laufe des Vormittags und Nachmittags einen größeren Rücksetzer oder einen kleineren größeren Rücksetzer, der aber nicht an den Tageswiderstand gelaufen ist und schon gar nicht Richtung 4.300. Es gab ein bullisches Reversal und jetzt stehen wir halt wieder ja, knapp vor der 4.400er Marke. Da wird es eben, ja, hier ist es eben entscheidend, was dann der Index noch 10 Punkte weiter oben eben macht. Oder er schafft eben kein neues High. Muss man eben noch abwarten, also eine ganz genaue Prognose kann man jetzt hier auch noch nicht treffen. Dagegen zum Beispiel bei Amgen habe ich ja am Nachmittag die Aktie gescreent. Hier lag alles eben auf Short gerichtet. Ja. Der Abprall wieder unter dem 200 EMA. Und im Moment, sage ich mal, läuft das Szenario an und man könnte den Stopp auch sogar gewissermaßen ein bisschen enger sogar ziehen. Ja. Natürlich ist die Gefahr, dass man noch unglücklich ausgestoppt wird, aber da der Nasdaq ja eben auch zur Schwäche dann neigen soll demnächst, ist dieses Setup auf jeden Fall vertretbar. Das andere Setup, hier war das wieder punktgenau die Zielmarke von dem von der Tagesunterstützung wurde angelaufen. Hier ein kleines bullisches Reversal, das ist jetzt hier im Tageschart unterwegs. Wer wirklich hier eingestiegen ist, im Prinzip plus minus null könnte man absichern und dann passiert eigentlich nichts mehr mit der Position. Außer es gibt über Nacht einen riesen Gap. So, dann kommen wir noch kurz zum australischen Dollar, US-Dollar und noch zum Dow Jones. Hier kam jetzt endlich der Pullback, der erwartete Pullback an das Ausbruchslevel. Und hier lief es zwar nicht ganz so ab wie gewünscht, aber wie Sie sehen, ist das Level hier mehr oder weniger auch punktgenau erreicht worden. Also hier könnte man jetzt eben auf eine Aufwärtsbewegung nochmal spekulieren, ob dann nochmal dieses Dings korrigiert wird und nochmal die 0721 Marke, also im Stundenchart der EMA 200 nochmal angelaufen wird, steht natürlich noch in den Sternen, da muss man erstmal die Kursmuster noch abwarten.
So, und jetzt noch zum Dow Jones Index. Die Marke wurde ja heute früh gegen 9 Uhr gebrochen. Lief dann eben nicht an den EMA 200 hin und auch nicht ganz an die Unterstützung vom 9. Oktober. Eben hier gab es eben auch, wie erwähnt, deutliche Käufe. Und der Index steht aktuell bei 17.150 und hat wieder die Marke, die Trendlinie zurückerobert. Und ist auch aus dem, diesmal sind wir im 30-Minuten-Chart hier unterwegs, hat auch die Wolke durchstoßen. Ja, hier ist es ganz klar, oder halt eigentlich unklar. Also Shorts sind hier nicht unbedingt erfolgsversprechend im Moment, wie das aussieht. Also es gibt hier eine Art Doji und der Kurs dringt wieder in die Wolke ein und verlässt sie dann. Im Moment muss man eher darauf achten oder davon ausgehen, dass der Index die 17.180 noch anläuft, also nochmal neues Hoch erreicht. Und hier wird es dann schließlich vielleicht so sein wie gestern erwähnt, gegen 20 und 21 Uhr sollte man die Indexe, die US-Indizes genauer beobachten. Wenn sich da was Bärisches entwickelt, könnte die Korrektur, die erwartete größere Korrektur dann wirklich beginnen. Aber jetzt aktuell stehen die Zeichen, sind noch bullisch zu werten, die Zeichen. Danke fürs Zuhören und ich wünsche noch allen einen schönen Abend.